Ja Mensch, herzlich willkommen bei Let's Play Empire Total War mit Mütterchen Russland hier am östlichsten Rand von Europa. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht ist hier auch noch Persien am äußersten Rand. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Persien überhaupt zu Europa gehört. Gehört Persien zu Europa? Man weiß es nicht. Man munkelt, aber ich glaube nicht. Ich bin mir da nicht sicher, aber das ist ja auch eigentlich nicht das Thema. Unser Thema ist der Wiederaufbau von Moskau, beziehungsweise von ganz Russland. So, ihr meintet, naja, irgendwie, es war ziemlich, durchwachsen. Einige meinten, ich soll nach Schweden gehen und denen mal zeigen, wer hier Russland überhaupt ist. Der andere Teil meinte halt, wir sollen nach unten gehen. Zum Osmanischen Reich. Ja, dementsprechend bin ich mir nicht sicher, was ich machen soll. Moin, wie geht's dir? Wir hatten ja hier einen Gelehrten. Wo ist denn der Gelehrte? Der ist hier. Wo haben wir denn Schulen? Haben wir denn hier schon mal eine Schule? Haben wir hier irgendwo eine Schule? Oder müssen alle dumm sterben? Ich glaube, die müssen alle dumm sterben hier. Meine Leute. Ist hier eine Eisenmine? Stadt. Stadt. Eisenmine. Ah. Scheint wohl. Muss es doch hier geben. Das kann doch nicht sein. Naja. Dann schauen wir mal in die. Wo sind sie denn? Da, Listen. Provinzen. Ah, ne. Mist. Klappt auch nicht. Verdammt. Ich dachte mal, kann ich ja jetzt die Gebäude besser ansehen? Aber anscheinend nicht. Sehr tragisch. Dann müssen wir mal kurz hier nach Forschung und Technologie gucken. Wo wird's denn entwickelt? Zur Standort zoomen. Ja, nehmen Sie Novgorod. Die ist also hier drin. Oder auch nicht. Ich habe keinen Plan. Oder gehört die damit zu? Boah, ist das verwirrend. Ist verwirrend hier alles. Machen wir mal Folgendes und schicken den mal nach Moskau. Kann nicht schaden, ist vielleicht auch ganz richtig. Ihr braucht das alles noch eine Runde, bis das weitergebaut ist. Auch die Infrastruktur ist, meistens in einer Runde bis zwei Runden fertig. Werden wir mit Geld überschüttet. Und deswegen werden wir auch in die nächste Runde rein. Mit frischen Gefühlen auf ins vierte Ründchen. Und dann schauen wir mal, wo wir mal ein bisschen hier Militär ausheben können. Ja, ich würde nämlich doch sagen, wir kümmern uns um Schweden. Wäre ja eine Möglichkeit. Weil Schweden ist jetzt auch nicht die Großmacht im Vergleich zum Osmanischen Reich. Kannst du dich mal ein bisschen schneller bewegen, mein Herr. Achso, ich glaube, dann konnte man mit der Leertaste irgendwie beschleunigen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, wäre ja nett, wenn du mal hier weiterkommst. Barbarien, Dingsbums. Oh, es ist Winter geworden. Winter in Russland, ja, was ganz Neues. Wobei, ich habe mir vorhin mal den Wetterbericht angeguckt. Der sah gar nicht mal so schlecht aus. Da ist die Schule. Da ist die Schule. Schicken wir mal gleich beide rein. Hier, hallo. Aha. Aha. Wunderschön. Ich habe mir den Wetterbericht angeguckt und der ist ja gar nicht so schlecht gewesen.
Der war, glaube ich, 23 Grad in Moskau. Ist doch mal ganz nett bei dieser, ja, Russland. Denkt man ja nicht unbedingt so an 23 Grad. Das ist ja nicht so die Standard, Temperatur, die man so erwartet von Russland. Wenn man Russland hört, dann denkt man an so was hier, an kalt und überhaupt. Aber 23 Grad. Was kann man denn hier machen? Hier können wir Einheiten ausbilden. Hätte mich auch gewundert, wenn wir es nicht könnten. So, 2000 gehen wir mal schnell aus. Muss ja was passieren hier. Ansonsten wird das ja hier alles nichts. Oh, pardon. Ich musste mich kurz mal lautlos machen. Ich habe gerade genießt. Ist ja auch so schlimm. So, da ist einmal kosakische Infanterie. Das ist Linieninfanterie. Da gehen wir nochmal einmal Linieninfanterie ausbilden. Wie steht's denn mit der Armee allgemein hier? Kosakische Infanterie. Ja. Und hier ganz, ganz viel Miliz. Kann man auch nicht wirklich viel mit anfangen. Mit der Miliz, die sind jetzt nicht gerade so die Besten in Sachen Angriff im Nahkampf, aber auch nicht gerade so die Besten im, naja, Moral ist bei der Miliz sowieso immer relativ schlecht vorhanden. Genauso wie bei dieser kosakischen Infanterie. Die ist auch nicht gerade moralisch korrekt. Nein, das wollte ich jetzt nicht gucken. Ich wollte das gucken. Genau. Da sind die Leibgarden von den Kommandanten schon ein bisschen besser. Ein bisschen besser drauf mit der Moral. Jetzt, Gouverneursvilla, was bringt. Was kann man denn mit der Gouverneursvilla machen? Oder kann man ja auch das. Kann man zwar nicht so viele Einheiten ausbilden wie hiermit. Aber hier unten brauchen wir das auch nicht. Das bringt dann aber mehr. Mehr Money. Mehr Money in unsere Kassen. Das ist ja ganz wichtig, weil Geld stinkt ja nicht. Nicht wahr? Oh, hier können wir die Linieninfanterie ausbilden. Mal früh anfangen, ein bisschen auszubilden. Kann ja nicht schaden. In der nächsten Runde sind dann die meisten Gebäude sowieso alle schon fertig. Und dementsprechend, naja, eine Schiffswerft. Was machen wir mit den Einheiten? Schicken wir die, lassen wir die jetzt hier oder schicken wir die? Ach, schicken wir die mal in die Stadt da. Das ist doch schön. Haben wir sie in der Stadt und dann können sie da auch. Können sie da bleiben und kampieren und was. So ein bisschen Spaß haben und überhaupt. Forschung, das ist bald fertig. Fertig, und dann kümmern wir uns mal, glaube ich, um. Das. Was steht da? Spundbajonett. Spundbajonett ist natürlich gut für die Linieninfanterie. Da können sie besser im Nahkampf agieren. Und so ein Bajonett ist natürlich auch gut gegen Kavallerie. Kann man ja sagen. Auf in the next round. Frankreich, Österreich, Vereinigte Provinzen, Spanien, Preußen, Polen, Litauen, Osmanisches Reich. Schweden, da schwungen wir mal vor. Ja, da kann man mit Leertaste ein bisschen beschleunigen alles. Das geht auch. Das Marathenreich, Neuspanien, Johanniter, Mogulreich, Dänemark, Portugal. Ja, ich lasse das jetzt mal. Georgien, moin, moin. Ja, genau. Eigenschaften erhalten. Wo ist er denn? Oh, Verwaltung. Oh, Mann. Es gibt ja eine da uns noch. Minus auf die Einnahmen. Und das hier ist ein. Ein, was ist das? Lebemann. Ein Lebemann. Das ist, glaube ich, einer der. Der kann da, glaube ich, hier so Zweikämpfe oder so machen oder ist ein Spion oder irgendwie. Ja. Das ist ja toll.
Geheimaktion für Attentatmission. Auf Geheimaktion bei. Jawohl. Dann spionieren wir doch mal hier oben ein bisschen rum. Kann man doch mal machen. Kann man doch mal machen. Hier unten dauert es noch 3 Runden, bis da was fertig ist. Finde ein bisschen doof an diesem. An Empire und auch an Napoleon, dass man hier unten nicht sieht, wie viel Geld man pro Runde einnimmt. Finde ich ein bisschen doof. Weil ich würde schon gern wissen, jetzt so spontan, wie viel ich einnehme, ohne hier großartig irgendwie durchzuschauen, was die Provinzen abwerfen und dann zu rechnen, wie viel ich dadurch bekommen könnte und überhaupt Bevölkerung. Was ist denn die größte Bevölkerung? Natürlich in Moskau. Da ist natürlich am meisten los. Ist ja auch die Hauptstadt. Da passiert das mal, dass hier mehrere Leute drin sind. Und ja, in Kiew, in der Ukraine, sind jetzt die kosakischen Infanteristen schon fertig. Schön. Bauen wir eine Garnison. Und eine Gouverneursvilla, die bringt bestimmt auch wieder Geld. Was ist das hier? Das Opernhaus. Ja, bauen wir Kiew auf. Bauen wir Kiew auf. Und hier können wir nochmal einen Gouverneurspalast bauen. Für 3000. Aha. Nein, ich. Ach, Mist. Jetzt habe ich so richtig bereitwillig da drauf geklickt, aber. Oh. Also in Moskau und hier unten in der Ukraine, beziehungsweise in Kiew, sind die alle ganz gut zufrieden mit den Steuern. Steuern für den Adel könnte man noch hochstellen einmal. Ja, Gesamteinnahmen. Hier sehen wir doch. Steuereinnahmen, hier. 3400. Wenn man das für die Unterklasse hochsetzt, dann ist das natürlich nicht schön. Dann gehen wir in die nächste Runde. Lahmer Staat hier. Aber das bei Empire oder allgemein bei Total War immer so eine Sache mit dem Staat. Besonders für Frankreich. Was rede ich da? Für Russland ist das natürlich ein noch viel langsamerer Staat, weil die halt alle hier ihr Land aufbauen müssen und deswegen, naja, haben sie halt Probleme. Sind halt langsamer. Krieg erklärt. Polen, Litauen und Dänemark haben Georgien den Krieg erklärt. Dann treten wir nochmal den dabei. Und die können sowieso nichts gegen uns machen, glaube ich. Technologischer Fortschritt. Diese Nation ist ein großer Fortschritt in Herstellungstechnik. Hat einen erzielt, bla bla bla. Naja. Das dürfte ja bekannt sein. Baubericht. Ja, Gouverneursresidenz. Und Kopfsteinpflaster. Eigenschaft erhalten. Rezession am Schauplatz. Zufriedenheit, Adel. Zufriedenheit, Adel. Schön. Der Adel ist doch super drauf jetzt. Hier im allgemeinen Sinne so. Stimmt, die Forschung ist vorangeschritten. Deswegen hat er mir das auch angesagt. Dann machen wir das Spundbajonett hier rein. Und weg damit. Dann können wir aber jetzt, glaube ich, noch mehr bauen, nicht wahr? Ja, können wir machen. Ich glaube, die Bauernhöfe vor allen Dingen, ne? Ja, Bauernhöfe. Ob das genauso ist wie in Shogun, dass die Bauernhöfe hier extrem viel Geld abwerfen. Lass ich mal so stehen. Weil ich glaube, Fall of the Samurai ist in einer Hinsicht wieder vereinfacht worden im Vergleich zum normalen Shogun 2. Und zwar braucht man jetzt keine Nahrung mehr für die Bevölkerung. Also muss man nicht drauf aufpassen, dass man was baut und dann nachher keine Nahrung mehr hat.
Das ist dann halt der, den Zwiespalt zwischen Modernisierung und Traditionen gewichen. Und das dauert jetzt alles nur 2 Runden, bis das fertig ist. Das ist doch schön. Wollte ich das jetzt gesehen mit den Einnahmen? Da habe ich das gesehen, genau. 1800 kriegen wir durch Dingsbons und 3500 durch Steuern. Ja, schön. Das ist natürlich alles Mögliche als übersichtlich hier. Naja, läuft ja alles sonst noch so, ne? Diese Aufnahme ist wieder mal eine langweilige, wie die davor wahrscheinlich auch. Aber ich versuche halt alles mit meiner Stimme wettzumachen. Weil ich schmeiß mich ja hier ins Zeug, aber der Anfang ist halt. Ah, ja. Hoch. Ist natürlich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Na, klasse. Das ist natürlich bei mir immer so eine Sache, ne? Also, der Anfang ist ja immer so, ne? Also, naja. Ne? Später, wenn es läuft, bin ich wieder gut drauf und dann läuft das alles auch. Ist ja logisch, wenn es läuft, dann läuft es auch. Was wollen die denn hier bei uns im Land? Wer sind denn das überhaupt? Was sind das für Leute? Wollen sie sich Moskau krallen? Moskau krallen? Sind denn das? Tatsächlich. Was wollt ihr denn? Rekrutieren wir mal ein bisschen. Ja, das sind 2 Ausbildungsplätze, genau. Der Rest würde jetzt länger dauern als, gedacht. Hier wird noch eine Garnison gebaut, da können wir jetzt andere Linieninfanterie ausbilden. Bald. Demnächst. Bauen wir hier mal so eine Siedlungsbefestigung. 4000, seid ihr denn verrückt? Hier hinten können wir aufrüsten. Hier macht es wenig Sinn für Militär. Boah, wie viele Bauernhöfe hier Russland überhaupt hat. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. An sich ja hätte ich gedacht, dass dieses Land nicht so das Bauernhofland ist, sondern eher so mit, ja, womit denn überhaupt? Die fressen sich alle gegenseitig und deswegen haben sie auch so viele Probleme. Ja, so sieht das aus nämlich. So sieht das aus. Wir machen noch eine Runde und danach beende ich wieder mal. Oh Mann, ich sollte aufhören mit dem Nachlabern von den Russischen, das ich sowieso nicht kann. Das habe ich auch schon in Shogun versucht. Ja, damals in Shogun, ne? Das waren auch noch Zeiten, als ich das gemacht habe. Was wollen die denn alle hier? No, geht doch mal nach Hause, da. Was wollt ihr denn da hinten da? Achso, sie wollen sie. Ja. Was wollt ihr denn da? Hallo? Na toll. Na toll. Na toll. Moment, momentan Spielstand. Speichern. Das ist dann auch das Ende des der Aufnahme. Und ja, naja, sieht ja nicht gut aus. Nahkampfinfanterie, jeweils 60er Miliz. Könnte sogar noch was werden. Naja, wir sehen uns wieder. Ist auch sehr witzig, weil bei irgendwie 2 Parts Shogun Fall of the Samurai wurde ich auch angegriffen und im 3. Part haben wir dann die Schlacht geschlagen. Naja, man sieht sich, wir haben auch gewonnen in Shogun, also wird das vielleicht sogar was werden. Aber man sieht sich, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und ciao.